Mutti Pante, hallo. Herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Vorher war ein SGM da, also ein Server Game Master, das sind wahrscheinlich die Admins. Und wir haben geredet, was es so für Updates geben wird und ob NGD noch irgendwas machen kann und so. Es liegt wahrscheinlich darum, dass die irgendwie so einen Kack Programmcode gemacht haben und die Neuen, die jetzt bei NGD sind, die kennen den nicht so und müssen dafür extrem alles umschreiben und so. Ich hoffe aber, dass danach wieder etwas gemacht wird. Ich mag es wirklich, Champion of Regnum gönnen. Und sonst eben muss man noch ein bisschen länger warten, dann wird wahrscheinlich bald ein Game durch meine Hand vielleicht so ein artiges Game gemacht. Und ich kaufe mir Champions of Regnum, wenn es nicht zu teuer ist. Ja, das heißt für mich viel machen, ich muss Geld verdienen. Dafür muss ich zuerst mal den Schulabschluss fertig machen, also dass ich es auch auf Papier habe. Ich habe ungefähr 3-4 Jahre mehr gemacht, weil ich immer wieder krank war sehr und deshalb nicht so meine in die Schule konnte. Aber dann, wenn ich Schulabschluss habe, mache ich Programmierer. Und aus dem Programmierjob mache ich dann einen Game Designer oder so irgendwas und mache mein eigenes Entwicklerstudio, das dann richtig hochwertige, qualitativ gute Spiele macht. Ah, ich freue mich, ich werde mich so geile Spiele erfinden. Und dann so wie ein Drehbuch schreiben wahrscheinlich, dass alles ganz gut klappt. Und eventuell werde ich auch Regisseur, weil da schreibt man ja auch Drehbücher. Ja. Ich finde, Filme und Games haben eigentlich recht viel gemeinsam. Games sind sozusagen die interaktiven Filme. Finde ich cool. Und wenn man es ein bisschen verbinden kann, aber ohne, dass man jetzt zum Beispiel die ganze Zeit Filme anschauen muss, dann in-game oder so. Das wäre richtig genial. Die Igis wurden einmal weggehauen und hatten keine Lust mehr. Wirklich, die waren mal flach. Also das Balancing, es geht einfach jeder ins Reich, wo er will. Und das ist natürlich am meisten die Syrten. Syrtische Reich, weil es halt einlädt mit ihren coolen Wäldern und Wiesen und so. Aber ja. Dafür hat Syrtis auch die schlechtesten Spiele. Ich habe gelesen, dass die Igen recht stark waren und immer noch sind. Aber sie sind zu wenige, dass sie irgendwas reißen können. Und momentan level ich eben hier den Beshi. Auf Level 36 wieder, wahrscheinlich wieder Baba. Nach dem Farmen dann gehe ich in die Warzone und nehme auf, auch wenn ich dann in die ganze Zeit sterbe. Immerhin etwas. Und ja, dann eben nehme ich es auf und wir haben dann auch ein bisschen mehr Spaß, mehr zu tun und so. Finde ich geil. Ja, jo, jetzt noch ein bisschen zum Real Life. Ich gehe bald in eine WG. Das heißt fürs Let's Play oder so gar nichts, außer dass ich hier noch ein besseres Internet habe. Dann habe ich schon bald einen Burner, einen Mega-Burner. Kann ich ganz viele Videos hochladen. Und ja, sicher, ich will nicht schon wieder dorthin. Weg damit, blöde Quest. Und von der WG aus gehe ich dann in eine eigene Wohnung. Aber erst dann, wenn ich den Schulschluss habe und durch die Lehre genug Geld. Und eventuell durch das Fußball noch mehr. Ja. Ich freue mich und ich freue mich auch, dass die Community stark langsam ist hinter der Fassade. Wenn sie noch ein bisschen öffentlicher wird, also das heißt auch für euch,
Dann mache ich richtig coole Sachen. Ich will nicht dort nach oben. Weg damit, die Scheißquests. Ja, also ich habe richtig viel geplant. Ich habe schon eigentlich recht. Ich habe eigentlich schon schon wahnsinnig viel gesagt. Da muss ich halt runter. Ich habe schon recht viel geplant, was ich so machen kann, wenn ein paar Leute hier online kommen. Also gebt euch einen dritten Arsch, kommt online und ja. Ja, sagt mir, ja, ihr wollt helfen oder ihr wollt einfach dabei sein. Und langsam wird es dann zu einer großen Community, oder? Mir ist das Ding, dass alle profitieren, oder? Das ist nun nicht zum Beispiel nur ich, weil ich Videos mache, profitiere. Ich möchte denen, die keine Videos machen oder einfach keine Zeit haben oder so, auch gerne dann die Items schenken, die ich nicht brauche. Ich brauche ja für Paladin, Schütze und Hexenmeister keine Items. Da kann ich die euch überlassen. Also von mir bekommt ihr sicher recht gute Hilfe. Und dann, wenn ihr diese Items nicht braucht, könnt ihr dann die anderen schenken und so weiter. Also so, dass alle profitieren. Und ich finde es richtig genial, wenn das klappen könnte. Aber einfach online sein, mal einen Part mit mir drehen. Also da müsst ihr nicht aufnehmen. Ich wäre dabei. Mit dem Fabi möchte ich dann gerne mal wieder mal treffen. Der ist ja der Alse. Komm rüber nach Ignis. Du kannst eine Schriftrolle kaufen und kannst rüberkommen. Komm schon. Nein. Aber ja, ich bin in Ignis, Valhalla Ignis, und wer mit mir halt zocken will und Spaß haben will, muss halt nach Ignis kommen, aber Ignis ist das Geisterreich. Ignis hat die besten Spieler, was ich so für Spiele kennengelernt habe. Zum Beispiel diesen Lin, der Wiesenrammler, der ist richtig lustig, oder der Yassar, Godlike. Eine richtig gute Community. Leider sind sie hochlevelig und für mich jetzt noch nicht so für Belangen, aber ich werde wahrscheinlich zuerst mal einer Gilde beitreten und dann können wir auch mehr machen. Ja, also ich finde es richtig genial, wie Ignis langsam wieder stärker wird und den Söten mal richtig in den Arsch. Ich sage jetzt das Wort nicht, aber ihr wisst schon. Was wird aufgeteilt in die, wo zurückerobern, beziehungsweise die, wo halten? Aha. Genau, es steht im Forum. So, und dann müssen wir hier hoch. Da gehe ich sehr selten hoch, weil wegen dem Kran hier oben nervt ein bisschen. Aber jetzt ist ja... Aha, nein, das ist noch eins oben. Okay, der nervt da ein bisschen. Aber das ist nur wegen der Kamera. Die Kamera ist der größte Shit. Oh, die Kamera ist der größte Shit. Ah, der Lump von Klingenberg, den kenne ich auch. Vom Schreiben halt. Im Ignis-Chat. Chafik. Der Chafik. Chafiko. Chafika. Dark Visionary. Da drinnen. Ja, der Alchemist ist es. Ach komm. Bist ein blöder Alchemist. Nein, nicht Bibliothek. Nimm den Brief schnell wie du kannst und ab in die Warzone wahrscheinlich. Oder sonst irgendwo hin. Da gucken wir mal. Ja, natürlich zur Akite. Wieso nicht, oder? Gehen wir aber zum Tor raus. Da gehen wir. Ja, ein bisschen Magnoche noch zusammen. Und die Todestreppe ist wieder da. Aber ich bekomme recht wenig Schaden über jetzt. Vielleicht bin ich auch richtig gesprungen. Die Todestreppe, die Treppe des Todes. Oh, schlimm. Es gibt ein Ding, also ihr könnt bei der Treppe dort auf den Stein hinten dran und dann runter springen. Dann müsst ihr der Todesteil, also der Schaden nicht bekommen.
Kann man Totenschwäche nicht mehr durch Mobs kloppen wegmachen? Müssen leicht oder höher sein. Weil Ding weiß ich eh nicht und glaube ich sehr leichte auch nicht. Weiß es jetzt nicht genau. Ja, das hat nur mit Levels zu tun. Und ein bisschen, man macht weniger Schaden, glaube ich, oder bekommt mehr Schaden, weiß ich jetzt nicht. Hab so irgendwas. Kommt mal Schana, ihr Faulis! Mega Faulis, mega Faulis. So, wie steht's eigentlich mit den Flaggen? Okay, da ist ein blaues bei uns. Ephelios ist auch blau. Alsen. Nun gut. Gefahr für uns ist jetzt eigentlich nicht außerhalb des Ding. Es gibt übrigens immer weniger Leveler-Killer. Weiß nicht wieso. Ich bin mal draußen gewesen, da waren alle drei Reiche den Zirteln. Also alle drei vor zu unserer Ding, meine ich. Und die Sütten haben uns nicht gekillt, als wir draußen waren. Sie haben sogar zwei oder drei mich gefunden. Aber sie haben mich ignoriert, wahrscheinlich, weil ich eben sehr leicht war. Oder keine Herausforderung. Nun gut. Man bekommt halt auch keine, oder fast keine Reispunkte. Wenn es ums Geld geht, bekommt man hier bald noch Toilettenpapier. Und die scheiß Animation. Kurz schauen, wie die Punkte heißen. Für 7500 Ximerin. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Rolle das war. Nein, es war etwas anderes. Ah, es war das Pad, genau, wo ich gekauft habe, aus 7000. Toilettenpapier. Ah, schau mal, wieder ein kleines Mini-Pferdchen. Suo. Der Suo. Was ist das? Unmöglich, okay. Ich glaube, der kommt mir bekannt vor, aber ich kenne den Namen nicht so. Ah ja, ich glaube, wir haben auch mal ein bisschen geredet. Also die Community, also manche Leute sind sehr öffentlich, also die grüßen einem immerhin, reden ein bisschen, was ich so für Level bin und so. Wäre natürlich besser, wenn es ein bisschen weiter wäre, aber immerhin noch, weil manche Leute tun schon Deppelstimme für weiterbringen, also ja, halt einfach die Stimmung bringen sie und das ist nicht so toll. Wenn ihr depressiv seid, macht es so, dass andere nicht zu Schaden kommt und esst Cashewkerne, die helfen gegen Depressionen und Empfindlichkeiten und sonstige, die haben sehr viel Serotonin drin. Sehr wichtig. Ah, ich liebe die einfach. Ich will keine Werbung machen, aber ich liebe sie. Die sind so extrem fein, die schmecken nach Popcorn. Eine Mischung zwischen Popcorn, Schokolade und Pizza oder Hamburger. So eine richtig Fastfood, also Partyfutter hat. Die machen richtig süchtig. Meine Schwester, die ist extrem empfindlich, wenn sie irgendwas essen muss, das ihr nicht passt, oder? Halt sehr, sie sorgt sehr für ihre Ernährung und so. Und die hat die Kerne
gesehen bei mir auf dem Pult und hat gesagt, was sind das für Kerne? Darf ich mal probieren? Und ich habe gesagt, klar. Hat sie ein bisschen genommen und die ist jetzt auch süchtig. Die ist auch süchtig. Cashewkerne. Cashewnüsse, Cashew irgendwas. Vor allem sind es keine Kerne, sind keine Nüsse. Es sind einfach Enden von den Früchten, sozusagen. Und sehen aus wie Halbmonde. Nierenbaum. Sie sehen aus wie Nieren. Ah, wer ist da drauf gekommen? So. Und? Level up! Yay! Schon Level 18. Das geht schnell. Okay, dann gehen wir zurück in die Stadt. Da am Tor machen wir noch eine Quest. Ich denke, das Video ist noch zu wenig, denke ich. Habe wieder vergessen, den Timer einzustellen, weil das so nervig einzustellen ist. Man immer auf 30 machen muss und dann wieder rückwärts zählt. Das ist rückwärts zählt und dann schält. Ich brauche unbedingt einen Wecker. Also ich brauche unbedingt so eine, der halt eben 30 Minuten geht und dann keine Mitteilung macht oder so. Aber ich finde keinen. Es gibt einfach keinen, egal welches Geschäft, welche Großhandelskette. Nirgends gibt es solche Timer sozusagen. Ich habe keine Ahnung, von wo man Timer bekommt. So über eBay oder so, da kaufe ich mir es nicht. Dafür bin ich mir zu schade. Aber ich hätte gerne einen. Ich hätte so gerne einen Timer. Gammeln ist Müll. Ja, Gammeln ist wirklich Müll. Wer ist so dumm und geht immer an den Bint und gammelt herum AFK? Soll er das Game App enden? Etwas anders geben oder einfach nur PC ausstellen, fertig. Dann kommt wieder die Debris-Stimmung. Aber irgendwie der Bint, der ist in Ignis sehr unterbevölkert, das ist gut. Wahrscheinlich haben die Gammler hier Angst, dass sie angegriffen werden und gammeln deshalb nicht dort herum, sondern in Ding oben. Altaruk. Genau. Ey. Was? 25 haben wir schon? Wow. Der Jay Kingston. Er ist Royal Master. Ich weiß es nicht. Nicht so arg geschah, sind genug Eisen. Heute habe ich wieder viel aufgenommen. Ich bin langsam müde. Heute nicht so viel Sport gemacht, weil ich keinen Bock hatte heute. Heute war so Scheißwetter. Ja. Morgen wieder ein bisschen Sport machen. Also, ja, ich sage jetzt zum Sport eigentlich jetzt nur das Joggen. Krafttraining und Trainingsfahrrad, also so das Fitnessfahrradteil da, das mache ich trotzdem immer wieder. Momentan bin ich am Muskeln aufbauen und ich habe schon recht viel Muskeln und fast schon zu viele, also mehr möchte ich nicht. Ich will lieber so wie Bruce Lee sein oder halt einfach schnell sein und nicht allzu muskulös. Ich mag Muskeln nicht so, also zu große Muskeln mag ich nicht so. Hallo Ed! Was ist denn los hier? Wieso kommen die ganzen Inaktiven wieder? Sei doch froh. Bei Alsius habe ich immer diese Inaktiven von den anderen Reichen gekillt. Man,
das war noch, da hatte ich, was habe ich, 53 Level, Level 53er Barbar. Und ich habe es Level 60er getötet, weil die inaktiv waren. Die griffen gar nicht, also die griffen schon an, aber die konnten keine Zauber und so einsetzen, weil sie inaktiv waren, AFK. Oh, die Armen. Und dann, wieso, wenn man dann dort ist, am Bind, wieso tun die Leute dann dort den Ding machen, den Wiedereinstieg? Dann kann man einfach wieder zum Wiedereinstieg gehen und sie nochmals killen. Und das ist irgendwie mega witzig, aber auch unfair. Also, das ist jetzt das bessere Unfair als das, wenn man Levelkiller tötet. Die machen wenigstens etwas. Zwar etwas gegen das andere Reich, also das, wo man ist. Aber, ja, das ist jetzt nicht so etwas, das, was ich machen würde, immer oder so. Das bringt auch nicht viel. Für mich ist es halt eine Beschäftigung gewesen, weil ich nicht mitmachen konnte im Krieg, weil die Alsen so recht schwach waren und ich da immer gestorben bin im Ding, weil ich eben Level 53 war. Und da, als ich dann Level 55 war, hatte ich keinen Bock mehr. Da hatte ich plötzlich keinen Bock mehr. Und irgendwie mit dem Level 36er Baba habe ich momentan auch keinen Bock mehr, weil die Gegner einfach nur noch unfair werden und zäh werden und keine EXP mehr bekommen, keine Items mehr bekommen. Es ist, ja, schwer dort zu leveln. Also deshalb mache ich ja die zwei anderen Charakter auf Level 33, 34, um dann noch dort, wo es die Monster noch Items abwerfen zu leveln, weil die geben dann immer Level 3, also 3 Level höher, 3 bis 6 Level höher, und dann habe ich dann auch Items für den Barbar, oder? So logisch ist das. Ich bin gespannt, wie gut der Beschwörer dann wird. In Certis war er nicht so gut, also mein Beschi war da nicht so gut, wahrscheinlich weil ich ihn einfach zu schnell gemacht habe und zu viel abgelenkt war wegen dem Green Hell Clan. Die wollten natürlich, dass ich immer mithelfe und heile. Und deshalb hatte ich ja wenig Zeit dort zu leveln. Hier werde ich es jedenfalls vor Level 36 nicht machen. Aber dann geht's los mit dem Beschi zuerst, dann mit dem Barbar oder mit dem Jäger. Ich denke, Jäger wird wahrscheinlich zuerst dann kommen. Ah, stimmt. Gut. Ja, wenn die dort angekommen sind, mache ich den Part zu Ende. Jetzt ist er wahrscheinlich schon länger als 30 Minuten, macht nichts. Und dafür waren zum Beispiel Minecraft-Parts ein bisschen kürzer. Heute ist das wirklich schlimm mit dem Vergessen, den Timer einzustellen. Vorher habe ich es gemacht im vorherigen Part von Mountain Blade Warband, aber jetzt habe ich ihn wieder hier unter den Bildschirm getan und vergessen wieder den Schulten. Schlimm. Ja, Mountain Blade Warband macht richtig viel Spaß. Schade, dass er noch nicht so gut geschaut wird, dieses Projekt, dieses LP, aber es lohnt sich wirklich, also es ist sehr nah an Champions of Regnum, also auch Action, auch Reichsschlachten, so, aber natürlich halt alleine, aber mit Rollenspiel und jo, lohnt sich auf jeden Fall mal anzuschauen. So cool, der Mod, der Flores Mod ist so cool, der Mod, also der macht ein komplett neues Spiel aus Mountain Blade Warband. Und man muss jetzt wirklich mal aufpassen. Früher konnte, also Mountain Blade Warband kann man getrost mal in eine 200 Armee reinlatschen und man hat noch relativ eine Chance, wenn man genug Einheiten hat. Aber in Flores Mod ist das so extrem brutal, da wirst du wahrscheinlich nur 3-4 Leute killen, weil sie dich überrennen und du nicht mehr kämpfen kannst, weil sie immer Knockbacken.
oder sonst Sachen machen. Ja, sehr verordneter Mod. Was macht das Gestein hier oben? Da komme ich doch nicht hin. Da nehme ich die Kiste mit. Ja. Kann man von oben runter? Nein, steht man. Kein Hex gewöhnt. Was ist Hex? Ist das ein Zauber vom Hexenmeister wahrscheinlich? Oder ist das Hex die Abkürzung von Hexenmeister? Kann auch sein. Aber ich glaube, das ist so ein Fluch. So. Mal wieder den Mund ein bisschen. Weil der Zucker im Mund ist. So, wo ist jetzt da? Ah, da oben. Kein Hex gewöhnt. Oh. Kein Hex, kein Hex. Kein Hex, die Hex, die Hex, die Hex. So. Also ich werde den Beshi noch ein bisschen weiter leveln. Und sobald der Level, ja, 30, 31 ist, werde ich dann wieder ihn aufnehmen. Weiter geht's mit dem Jäger. Sobald er auch keine Quests mehr macht, Reichsquests, und dann wieder Quests hat, dann mache ich natürlich den Jäger weiter. Mit Quests, die sind wenigstens ein bisschen spannender. Und dann kommt's langsam zu den Reichsschlachten und die sind wirklich spannend dann. Ich freue mich. Ihr sicherlich auch. Und ja. Also, Dankeschön fürs Schauen hier am Spawn. Beenden wir. Und ich mache jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Also, schönen Tag noch. Tschüssi, Leute.